Ich habe keinen Bock, mit 28 nicht mehr den Beruf, den ich liebe, ausüben zu können, weil ich kaputt gearbeitet bin. Im Sommer 2022 waren die Unikliniken Nordrhein-Westfalens im Ausnahmezustand. Es war der bisher größte Streik in der Geschichte unseres Gesundheitssystems. Nicht etwa wegen Geld, sondern für mehr Personal. Von ihnen hängt ab, wie wir und unsere Liebsten versorgt werden, wenn uns etwas passiert. Trotzdem wurde wenig darüber berichtet. Viele haben es eher am Rande mitbekommen. Deshalb versuche ich in diesem Film, eine vollständigere Geschichte des Streiks zu erzählen. Mein Name ist Jonas Alter und ich habe drei der Pflegekräfte durch die kompletten 11 Wochen des Streiks begleitet. Hi, ich bin Kira, ich bin 27 Jahre alt und Intensivpflegekraft in der Uniklinik Köln. Es war schon für mich sehr früh klar, dass ich einen sozialen Beruf ergreifen möchte. Ich wollte aber eigentlich mal studieren, nicht Ärztin werden, aber Psychologin. Hab dann ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Rettungswache gemacht und im Krankenhauspraktikum so viel Spaß gehabt und gemerkt, dass das so mein Feld ist, dass ich mich danach dann zu einer Ausbildung in der Pflege entschieden habe und es bis jetzt auch nicht bereut habe. Ich heiße Dominik Stark, ich bin 31 Jahre alt und ich bin über eigentlich Umwegen in die Pflege gekommen. Damals in der Schule wusste ich nicht so ganz, was ich eigentlich beruflich machen will und habe dann ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Mir gibt das unglaublich viel, wenn ich auch die Dankbarkeit von den Menschen sehe. Also wenn sie in den schwierigen Momenten merken, da ist jemand, der sich wirklich reinhängt, der ihnen helfen möchte, der für sie da ist und im Nachhinein dann vielleicht auch mit den Angehörigen die Gespräche zu führen und zu hören, dass sie dankbar sind, das gibt mir unglaublich viel zurück und das erfüllt mich auch mit Stolz und auch stellt mich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich bin Carola, ich bin 57 Jahre alt und ich arbeite an der Uniklinik Münster seit 32 Jahren. Ich habe eine Tante gehabt, beziehungsweise die lebt auch immer noch, die war im Kloster. Und die war als Krankenschwester in verschiedenen Krankenhäusern eingesetzt. Und als ich Kind war, haben wir die immer besucht, am Samstag oder am Sonntag. Und deswegen war für mich als Kind schon klar, dass ich, wenn ich mal groß bin, dass ich Krankenschwester werden will. Und ich finde das unheimlich toll, dass man Menschen, die in einer Situation hilflos sind, und das sind kranke Menschen, ja, dass man denen helfen kann, entweder ins Leben zurückzukommen oder aber einen vernünftigen Tod zu sterben, beziehungsweise einen würdevollen Tod zu sterben. Und das gehört ja auch zu unserem Job. Seit einigen Jahren gehen die schönen und erfüllenden Aspekte aber immer weiter verloren. Und immer weniger sehen ihre Zukunft in den Krankenhausberufen. So wie das läuft, so kann ich mir das nicht mehr lange vorstellen, weil es einfach nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Also, ich habe Sterbebegleitung gehabt, wo ich einfach nicht am Sterbebett des Patienten mit sein konnte und ihn nicht die Schmerzen nehmen konnte oder ihn nicht in eine Position lagern konnte, in der er vielleicht ruhiger ist, in der er sich wohlfühlt und wo er vielleicht auch eine bessere Atmung hat, weil ich einfach keine Zeit hatte, wo die Angehörigen versucht haben, mit mir zu sprechen, ich aber von Zimmer zu Zimmer gehetzt bin und ich einfach keine Worte finden konnte in einer Phase, wo sie gerade ihren engsten Angehörigen verlieren und das macht was mit einem. Das Ganze grenzte irgendwann nur noch an Ausbeutung. Ich habe ständig Anrufe gekriegt, ob ich einspringen kann oder WhatsApp-Nachrichten oder. Ich hatte das Gefühl, nie von dieser Klinik in Ruhe gelassen zu werden. Und das war der Punkt, dann gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Die Pflegekräfte werden überarbeitet und haben nicht mehr genügend Zeit für ihre Patienten. Das kann traurige Konsequenzen haben. Ich habe den Patienten von draußen beim Sterben zugucken müssen, weil zu wenig Personal da war. Darum konnte niemand in seinen letzten Lebensminuten bei ihm sein, er war allein. Nun könnte man denken, das war ja nur wegen Corona so. Aber so ist es nicht. Unterbesetzung ist die Regel. Bis jetzt mache ich mir Vorwürfe, dass ich nicht vorher ins Zimmer geguckt habe. Hätte ich vorher ins Zimmer geguckt, hätte ich den Patienten vielleicht daran hindern können, mit der Fernbedienung des Bettes zu spielen und hätte so ein Leben gerettet. Nicht der Mensch mit seiner Erkrankung, es zählt, wie viel Geld wir an den Patienten verdienen. Und nun folgt der Anruf, in dem ich
dem nicht privat versicherten Patienten anlügen muss und sagen muss, heute haben wir kein freies Bett. Weil wir so eingespannt waren, mussten wir bei allen anderen PatientInnen Schadensbegrenzung betreiben. Keiner von uns hatte Zeit, um adäquat die anderen zu versorgen. Ich hatte Angst, gleichzeitig war ich wütend und konnte wieder mal nicht verstehen, wie man es als Arbeitgeber verantworten kann, dass in einer Notaufnahme nachts nur eine Pflegekraft anwesend ist. Die Angestellten der Unikliniken wollten so nicht mehr weitermachen. Sie haben ihren Arbeitgebern 100 Tage Zeit gegeben, um Verhandlungen mit ihnen aufzunehmen. Doch nichts ist passiert. Und so begann am 4. Mai der unbefristete Streik an allen 6 Unikliniken von NRW. Was wir fordern und was wir fordern wollen, das ist einfach menschenwürdige Versorgung in den Krankenhäusern für die PatientInnen, aber auch vor allem für uns alle, die halt da arbeiten und echt sich seit Jahren den Arsch aufreißen. Und das machen wir jetzt alle mal in Zukunft in vernünftiger Personalbesetzung, würde ich sagen. Der erste Tag war voller Euphorie und auch Kira und Dominik steckten große Hoffnungen in diesen Streik. Ich wollte auch jungen Menschen eine Perspektive zeigen, die sich für diesen Beruf interessieren oder sich für diesen Beruf entschieden haben, dass sie auch langfristig und auch nachhaltig im Beruf bleiben. Und ja, das hat mich irgendwie dazu gebracht, dass als dieser Streik aufkam, dass ich sofort gesagt habe, ich bin dabei, weil alles andere wäre Quatsch. Weil für mich schon relativ früh klar war, dass ich einen Plan B brauchen werde, weil ich nicht bis zur Rente unter diesen Umständen arbeiten kann, also rein körperlich einfach nicht kann, mal abgesehen davon, dass ich das wahrscheinlich auch mental nicht durchhalten würde. Und ich mich schon länger gefragt habe, was mein Plan B sein könnte. Und das war jetzt auf einmal so eine andere Tür, wo man gemerkt hat, okay, krass, wenn sich vielleicht auch einfach meine alltägliche Situation verändert, dann kann ich den Job ja vielleicht bis zur Rente machen. Um den Personalmangel einzudämmen, wollten die Streikenden einen flächendeckenden Tarifvertrag Entlastung, kurz TVE. Also ein Vertrag mit dem Arbeitgeber, in dem verbindlich festgelegt wird, wie viele Personen mindestens in einem Bereich arbeiten müssen. Das größere Ziel der Bewegung ist aber, dass es ein Umdenken in der Politik gibt. Weil das ganze Gesundheitssystem einfach kaputt ist und nicht ganz werden wird, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen. Und so ein Tarifvertrag Entlastung, glaube ich, ein erster guter Schritt ist, um auch das Gesundheitssystem einfach auf einen anderen Weg zu bringen und zu reformieren. Ja, das war am 23. Mai, das war mein Geburtstag, wo wir das erste Mal als Delegierte dahin fahren, nach Köln, genau. Habt ihr Bock auf Tarifverhandlungen? Wie viele Leute seid ihr heute hier? Wie war das Wetter in Essen, als ihr losgefahren seid? Finden wir da jemanden, der unter tosendem Applaus einmal nach vorne kommt und aus Essen berichtet? Tosender Applaus! Bei uns ist total gut. Wir haben echt viele Leute, die wieder am Streikfeld waren heute Morgen. Und wir sind jetzt mit 40 Leuten hier. Also ja, bei uns läuft's. Enthusiastisch, motiviert bis unter die Haarspitzen. Und wir haben gedacht, wir rocken das ganz schnell.
Der Delegiertenrat des Streiks findet sich zum ersten Mal in Köln zusammen. Alle organisierten Bereiche der 6 Unikliniken haben Teamdelegierte gewählt, um sie zu vertreten. Und 200 von denen wurden in den Rat gewählt. So auch Carola und Dominik. Heute bereiten sie sich auf die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber vor, die am nächsten Tag beginnen. Einzelnen Bereichen, mit den einzelnen Stationen, mit den einzelnen Berufsgruppen und versuchen möglichst in Präsenz extrem viel schnell vorzubereiten, damit ihr gut in den Verhandlungen seid, damit ihr vorbereitet seid, Argumente zu sammeln, damit ihr argumentieren könnt ohne... Also wir haben von Anfang an gesagt, dass diese Bewegung basisdemokratisch und halt mit jeder und jeden Einzelnen stattfindet. Das heißt, wir haben so ein bisschen alte Gewerkschaftsmuster aufgebrochen und haben gesagt, hey, da gibt es nicht irgendwie so Person XYZ ganz oben, die alles entscheidet und am Ende des Tages kriegen wir dann die Entscheidung mitgeteilt, sondern wir entscheiden gemeinsam. Vom Verhandlungstisch ging es dann an die Tarifkommission hat es dann an die Teamdelegierten oder an den Delegiertenrat weitergegeben, der Delegiertenrat an die Teamdelegierten und die Teamdelegierten ans Team. Und das Feedback wurde natürlich dementsprechend auch zurückgekoppelt. Man kann sich vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist bei so vielen tausenden Menschen, die da teilgenommen haben. Aber wir haben uns wirklich Mühe gegeben und wir haben auch versucht, jeden Einzelnen und jede Einzelne damit einzubinden. Und das war einzigartig. Von Anfang an durften die Beschäftigten mehr mitbestimmen als im Krankenhausalltag oder bei den Lohnverhandlungen der Gewerkschaft. Auch die Forderungen des Streiks wurden gemeinsam aufgestellt. 18 Tage vor Ende des Ultimatums bei einem Treffen aller Aktiven in Oberhausen. In Oberhausen, das war auch so die erste Veranstaltung, wo ich richtig dabei war, wo alle Standorte in den verschiedenen Bereichen zusammengekommen sind. Also jetzt bei mir zum Beispiel aus allen Standorten alle Leute von den Intensivstationen, die da waren. Und wir dann ganz konkret also erstmal vorgestellt haben, was die Forderungen waren aus den eigenen Standorten und dann daraus Mittel gemacht haben. Heute sind Beschäftigte aus allen 6 Unikliniken in Köln zusammengekommen. In den Verhandlungen für den Vertrag hat sich noch nicht viel getan. Doch der Streik hat jetzt schon einiges erreicht. Immer mehr organisieren sich in der Gewerkschaft und setzen sich ein. Also ich muss erstmal sagen, dass ich von den letzten 4 Wochen wahnsinnig begeistert bin, wie viele Menschen es geschafft haben, aktiv zu werden, wie viele Menschen jetzt zusammen hier auf die Straße kommen, wie wir uns organisiert haben und Leute, die man vorher nicht kannte, die vielleicht sich nicht getraut haben, was zu sagen, auf einmal aus sich auch hinauskommen. Diese Atmosphäre, die sich jetzt hier aufgebaut hat in den letzten Monaten, ist unglaublich und wir haben, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir gemeinsam endlich was bewegen können. Drücke die Hand, wenn du KollegInnen kennst, die den Beruf wegen der hohen Belastung an den Nagel gehängt haben. Drücke die Hand, wenn du schon einmal darüber nachgedacht hast, alles hinzuschmeißen. Das kennen wir alle. Drücke die Hand, wenn du schon einmal nach Hause gefahren bist und nicht wusstest, ob alle Ampeln wirklich grün waren. Drücke die Hand, wenn du in den letzten Wochen damit gehadert hast, ob du in den Streik gehen kannst, weil du deine PatientInnen oder KollegInnen nicht im Stich lassen wolltest. Drücke die Hand, wenn du in den vergangenen Wochen Leute kennengelernt hast, die du vorher noch nie gesehen hast. Drücke die Hand, wenn du in den letzten Wochen wieder Wut,
und Hoffnung gespürt hast, die dir verloren gegangen waren. Drücke die Hand, wenn du glaubst, dass wir hier gerade verändern, wie unsere Arbeit in Zukunft aussehen wird. Drücke die Hand, wenn du glaubst, dass diese Bewegung bleiben wird und du bereit bist, dich dafür einzusetzen. Lasst uns jetzt noch einmal Kraft sammeln, das bis zum Ende durchzuziehen. Bis wir einen Tarifvertrag haben, der uns gerecht wird. Wir werden gewinnen! Wir werden gewinnen! Wir verdienen mehr! Wir entscheiden, wie wir in Zukunft arbeiten. Wir entscheiden, wie wir in Zukunft arbeiten. Denn mehr von uns ist besser für alle. 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 Mehr von Ihnen ist besser für uns alle. Das haben wir während der Corona-Pandemie besonders gemerkt. Neu ist das Problem des Personalmangels aber nicht, sondern Ergebnis einer längeren Entwicklung, die Carola komplett miterlebt hat. Als ich angefangen habe, das war 1985, habe ich mit meiner Ausbildung angefangen. Da hatte ich den Eindruck, es ist genügend Personal da. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Kollegen irgendwie gestresst sind. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt völlig ausgepowert, überarbeitet, überfordert bin. Was ich dann, das deutete sich dann Ende der 90er an, indem es dann hieß, die Krankenhäuser müssen jetzt schwarze Zahlen schreiben. Das war vorher nicht der Fall, sondern da haben die das Geld vom Land bekommen, so wie sie es brauchten. Doch das wurde zu teuer. Deswegen hat man in den 90ern angefangen, die Kliniken zu kommerzialisieren. Die Bundesministerin Frau Ulla Schmidt. 2004 wurde dann unter Gesundheitsministerin Ulla Schmidt radikal geändert, wie die Krankenhäuser Geld bekommen. Durch die Einführung des Fallpauschalen bzw. DRG-Systems. Karl Lauterbach war an der Entwicklung maßgeblich beteiligt. Seitdem bekommen die Kliniken für jeden Patienten eine bestimmte Summe. Es lohnt sich, mehr Operationen durchzuführen, auch an kränkeren Patienten und an Personal zu sparen. So können die privaten Kliniken mehr Profit generieren. Die Unikliniken müssen mit dem Geld zumindest die eigenen Ausgaben decken. Wir hatten genug Personal, wir hatten genug Ausstattung, es war alles super. Dann haben die Anfang der 2000er Jahre diese Leute in die Verwaltung geholt, die dafür sorgen, den Rotstift anzusetzen, und das haben sie auch mächtig gemacht. In der Personalplanung hieß das, wir mussten 3 Wochenende hintereinander arbeiten. Die Leute, die schwanger wurden, die Stellen wurden nicht nachbesetzt. Die haben auch keine neuen Leute eingestellt. Das heißt, die Kollegen, die ihre Ausbildung gemacht haben, haben reihenweise auf der Straße gestanden und konnten sehen, wo sie bleiben. Die mussten sich wirklich arbeitslos melden, die haben keine Stellen gekriegt. Und das war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dann gedacht habe, was soll das? Und da haben die angefangen, über so Beraterfirmen dann auch die Schulen abzubauen. Und da war eigentlich schon klar, dass das irgendwann an die Wand gefahren wird, weil die Leute sich das da schon nicht gefallen lassen haben und gesagt haben, ich gucke, dass ich was anderes mache. Dann kommt der demografische Wandel natürlich in den Jahren dazu. Und irgendwann waren wir dann zu wenig. Die dauerhafte Unterbesetzung hat erst dafür gesorgt, dass gestreikt wird. Aber was passiert mit den Patienten, wenn die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen? Wie wird deren Sicherheit garantiert? Das ist die Aufgabe der Streikleitung. Weil auf einer Station zu wenige Mitarbeitende sind, rufen sie ein paar Streikende in die Frühschicht. Einmal die Kinderintensiv- und ein Stora-Kids-Bereich, bitte. Zur Kasse 1. Ich hab schon gute Laune. Wie viele Personen mindestens in welchem Bereich arbeiten müssen, ist in der Notdienstvereinbarung geklärt. Zu Schichtbeginn kommen die Streikenden immer zum Streikposten. Dort entscheidet sich, ob sie draußen bleiben können oder in den Notdienst müssen. Hallo, wir sind die Streiker. Vielen Dank euch. Müssen wir 2 da sein. Das haben wir aber alles in der Tabelle, ne? Genau, das ist alles in dieser Master-Tabelle drin. Also wo, wie viele Betten gesperrt sind und wie dann sich das auf die Notdienstbesetzung auswirkt. Die Notbesetzung ist aber kleiner als normal.
weil nur das Nötigste gemacht wird und manche Betten geschlossen sind. Nur weil wir Betten schließen, heißt es ja nicht, dass wir irgendwelche Menschen auf die Straße setzen. Wir haben das mit Vorlauf gemacht, das heißt, der Arbeitgeber, der wusste, okay, die Streikstärke ist hier so hoch, die Bettensperre ist angemeldet, dann hat der Arbeitgeber genug Zeit, diese Patientinnen auch noch zu verlegen, also in andere Krankenhäuser. Ja, ich kann verstehen, dass Leute das kritisch sehen, aber wir versorgen immer noch die Leute, die die Notwendigkeit hier einer universitären Versorgung haben, die sind ja immer noch bei uns. Jeden Tag verlieren die Unikliniken Geld, weil viele Behandlungen an anderen Krankenhäusern durchgeführt werden. Nach 37 Tagen scheint dieser Druck langsam zu wirken. Die Arbeitgeberseite unterbreitet zum allerersten Mal Gegenangebote. Wir müssen hier sein, ne? Ja. Klinik. Okay. Tschüss! Kira saß mit in den Verhandlungen für die Intensivpflege. Es gibt keine einheitliche Meinung. Jetzt so für uns Kölner ist das Angebot oder wäre es theoretisch schon eine Verbesserung. In anderen Kliniken nicht. Aber genau deswegen machen wir das ja alle zusammen, weil wir ja für alle zusammen ein Ergebnis haben wollen. Aber grundsätzlich sind wir alle schon relativ positiv gestimmt, weil es eben besser ist als erwartet. Es ist ein richtiger Höhenflug gerade. Ey, das ist total geil. Endlich mal ein Start, auch wenn es viel zu lange gedauert hat. Aber jetzt geht's mal richtig rund. Weil wir müssen gleich einmal kurz überlegen, wie wir ins Team koppeln, was wir gerade besprochen haben. Für den Intensivbereich war das schon ein großer Fortschritt. Aber der Patiententransport oder der Patientenservice hat nicht mal ein Angebot bekommen. Und in zentralen Notaufnahmen wurde angeboten, dass alles so bleibt, wie es ist. Die ZNA in Köln hat aktuell für die Notaufnahme, die angegliederte Station und spezialisierte Behandlungsräume 4 Pflegekräfte im Nachtdienst. Das ist gerade mal genug für eine einzige Reanimation. Was in den Tagen darauf passierte, hat aber das Verhältnis zwischen den Arbeitgebern und den Streikenden noch weiter erschüttert. Jetzt nach 100 Tagen Ultimatum und nach 40 Tagen Streik sehen Sie, Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Der Druck auf Sie und uns wächst. Da kommt die Uniklinik Bonn und versucht durch eine Klage den Streik zu unterbinden. Die Bonner Klinikleitung hat eine einstweilige Verfügung eingereicht, die den Streik beenden soll. Sie zweifelt an, ob man Personalbemessung überhaupt durch einen Streik klären kann. Darüber spreche ich mit Professor Holzgrewe, dem Vorstandsvorsitzenden. Entlastung. Und da ist eben die Frage, sind diese Grenzen, diese Verhältniszahlen Pflegende zu Patienten, können Sie sich vorstellen, das ist sehr unterschiedlich, ob das jetzt, weiß ich nicht, in einer Hautklinik ist oder auf einer Intensivstation, das sind ja ganz unterschiedliche Schlüssel. Aber die zu ermitteln, ist nicht leicht. Was ist da adäquat und richtig? Da ist die Frage, wer ist dafür zuständig? Da gibt es in Deutschland Gremien, es gibt den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, es gibt ein INEC-Institut. Das war unklar. Ist überhaupt ein Streik möglich in der Situation? Und was man da dann machen muss, wenn man da keine Klarheit hat, ist die dritte Gewalt auch befragen. Das ist nun mal im Rechtsstaat die Möglichkeit. Deswegen geht ja auch die Politik so häufig ans Bundesverfassungsgericht und so weiter. Dass man dann Grundsatzfragen erklärt. Die Klage hat das Potenzial, den Streik und den Tarifvertrag komplett zunichte zu machen. Und damit auch die Hoffnung der Beschäftigten auf eine bessere Zukunft. Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Die Kölner Streikenden fordern in einem Brief, dass sich ihr Vorstand vom Verhalten der Bonner Uniklinik distanziert. Wir, ihr sich im Streik befindendes Personal, sind sehr enttäuscht von der Situation am Uniklinikum Bonn und empfinden diesen Schritt als großen Vertrauensbruch uns gegenüber. Durch die letzten Verhandlungen zeichnete sich ab, dass wir uns in eine konstruktive Richtung zu einem positiven Ergebnis für die Kliniken in NRW und deren Beschäftigten bewegen. Sowohl von Seiten der Landespolitik als auch von Ihnen als Klinikleitung wurde ein Tarifvertrag Entlastung zugesichert. Aus diesem Grund sind wir umso irritierter, dass dieses Vorhaben angegriffen wird.
Aber wir haben ja auch schon irgendwo damit gerechnet, dass solche Schritte irgendwann in die Wege geleitet werden, weil das ja schon relativ gängig ist, dass irgendwann mit Klagen gearbeitet wird. Deswegen waren wir schon vorbereitet, aber gleichzeitig war halt, also gerade als Tarifkommissionsmitglied, weil da ja nochmal viel genauer gesagt wurde, was Sache ist und was die Konsequenzen daraus sein können, war für uns natürlich auch ganz klar, wenn wir das verlieren, ist dieser Streik vorbei, ist das Druckmittel vorbei und im schlimmsten Fall kriegen wir gar nichts. Heute wird das Gericht darüber entscheiden, ob der Streik gestoppt wird. Deswegen sind alle 6 Unikliniken in Bonn zusammengekommen, um ihre Wut zu zeigen. Aber wer so eine scheiß Aktion bringt als Arbeitgeber, der muss halt auch einfach mal ein Echo bekommen. Und ganz klar ist, wir stehen hier als alle 6 Unikliniken zusammen und da lassen wir uns mal so sowas von gar nicht klein kriegen. Carina, eine operationstechnische Assistentin aus Bonn, geht heute mit in den Gerichtssaal. Also wir haben jetzt übers Wochenende viele Nachtschichten eingelegt, um uns gut auf diese Verhandlung vorzubereiten. Wir haben alle anderen 5 Unikliniken hinter uns, wir haben die Streikenden hinter uns und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Fall gewinnen. Trotzdem ist es natürlich sehr aufregend, man weiß nie, wie auch der Richter drauf ist. Es bleibt sehr spannend, aber ich bin guter Dinge. Okay, wir müssen einsteigen. Naja, ich sag mal so, wenn gerichtlich vereinbart wird, dass unser Streik illegal ist, dann machen wir uns strafbar, wenn wir weiter streiken. Das würde bedeuten, dass wir ab morgen alle wieder arbeiten gehen, ganz normal wie immer und nichts gewonnen haben. Während der Gerichtsverhandlung startet die Demo der Beschäftigten. Viele sind wütend. Wenn der Streik verboten wird, bleibt alles beim Alten. Weiter unterbesetzt arbeiten, weitere Patientengefährdungen und weiter ausbrennen. Die Verhandlung ist beendet und Carina kommt aus dem Gerichtssaal zurück, um das Urteil zu verkünden. Mein Lieblingsspruch in diesem Streik ist, dass wir nur zurückgehen, um nochmal Anlauf zu nehmen. Und heute haben wir richtig Anlauf genommen und wir haben das Ding gewonnen! Es ging letzten Endes darum, dass jeden Tag 40 OPs ausfallen, aber auch die Richterin hat uns zugestimmt, dass diese OPs auch nicht von einer Uniklinik unbedingt abhängig sind und dass es genug Krankenhäuser in der Umgebung gibt, die diese Patienten versorgen können und dass in einer Streiksituation aktuell einfach nicht der beste Zeitpunkt ist. Es hat sich irgendwann ziemlich hochgespielt. Die Stimmung war sehr kühl. Irgendwann ist sie auch aggressiv geworden mit auf den Tisch, klopfen und alles. Und ja, dann wurde sich überlegt, was für ein Urteil jetzt gefällt wurde. Und die Richterin hat sich mit ihren 2 Kollegen für eine halbe Stunde zurückgezogen. Und dann ging das Zittern erst richtig los. Wir waren zwar irgendwie zuversichtlich, dass wir es schaffen, aber so richtig Sicherheit hat man ja dann doch erst, wenn man das Urteil hört. Und dann war die halbe Stunde rum. Wir haben angespannt dort gesessen und dann ist das Urteil verkündet worden, dass wir gewonnen haben und dass unser Streik nicht als illegal erklärt werden darf und dass wir weiter streiken können für unsere Entlastung und für uns bessere Arbeitsbedingungen. Die Demonstranten haben gewonnen. Doch die Gegenseite zieht vor das nächsthöhere Gericht. Die Klinikleitung wehrt sich gegen den TVE, betont aber, dass sie auf anderen Wegen für mehr Personal und Entlastung sorgen. Zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten, Prämien und mehr Freizeitteilung.
Wir rekrutieren im Ausland, weil man sicher vorübergehend in der augenblicklichen Situation in Deutschland nicht im Land selbst die benötigte Zahl findet von Pflegenden. Das heißt, wir tun sehr, sehr viel dafür, dass tatsächlich eine Entlastung kommt über mehr Pflegende. Und insofern, da gibt es überhaupt gar keinen Gegensatz in dem, was Verdi wohl meint mit Entlastung und dem, was wir tun, dass wir uns dafür einsetzen. An der Uniklinik Bonn gibt es deswegen auch viele Pflegekräfte, die aus den Philippinen zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind. Chuck ist einer von ihnen. Because when I started here in Germany, on my first 2 years, it was so difficult. I guess I would say it was one of the darkest years of my life. And right now, I'm seeing the same scenario to some of my other co-Filipinos. That's why it's one of my reason why I'm striking here, so that if we are going to get this Tarifvertrag Entlastung, one of the agreement or what one of the demands that we're having is to have a specific Praxisanleiter to be not included in the Besetzung, and also 1 year or 12 months Einarbeitungszeit. Imagine if we will be getting that. It means more Entlastung for the Filipino nurses who just begin here, who just starts here. It would become easier for them. And in that way, it might help my people or my Filipino nurses to be not prone of becoming depressed or, you know, trauma and stuff like that, or burnout. Dass der Tarifvertrag abgeschlossen wird und sie die verlängerte Einarbeitungszeit bekommen, ist aber noch nicht in Sicht. Heute demonstrieren sie in Düsseldorf, weil viele nicht refinanzierte Bereiche immer noch kein Angebot von den Arbeitgebern bekommen haben. Die Krankenhäuser kriegen seit 2020 das ausgegebene Geld für die Pflege am Bett zurück. Sie wird refinanziert. An vielen Bereichen muss aber immer noch gespart werden. So auch in Ellis Fachbereich, dem Patientenservice. Patientenservice ist Stationsarbeit. Wir versorgen die Patienten mit Essen und Trinken, bestellen das Essen, also alles, was irgendwie mit den Speisen zu tun hat. Dann führen wir viele Reinigungsarbeiten durch. Wir putzen irgendwie Nachtschränkchen in den Zimmern. Wenn Patienten entlassen werden, werden diese Betten neu aufbereitet. Wir füllen Material auf, also alles so Arbeiten, die im Prinzip die Pflege entlasten. Wenn im Patientenservice Personal fehlt, dann landet wieder mehr Arbeit bei der Pflege. Und die steht dann wieder stärker unter Zeitdruck. Die Schwestern waren unter Stress, sehr schlecht besetzt, machten gerade die Insulinspritzen fertig für die Diabetiker. Und sie sagten, nein, warte, wir haben jetzt keine Zeit. Ich sagte, dass der Patient ganz doll zappelt auf dem Bett und auch schon geklingelt hat. Dann haben sie alles stehen gelassen und sind in das Zimmer gegangen. Sie haben sofort die Leute von der anderen Station gerufen und sie sind mit diesem Wagen gekommen. Ich habe schnell Platz gemacht mit meinem Essenswagen, bin weitergegangen und ich glaube, sie haben den Patienten reanimiert. Mehr habe ich dann nicht mehr gesehen, was genau passiert ist. Ich kann das nicht so gut sehen, weil ich da nicht schlafen kann, wenn so etwas passiert. Bald danach ist die eine Seite dann auch geschlossen worden, wegen Personalmangel. Patientengefährdung entsteht nicht nur, wenn die Pflege am Bett schlecht besetzt ist. Auch Personalmangel in nicht refinanzierten Bereichen wie dem Patiententransport kann schreckliche Konsequenzen haben. Meine Kollegin hatte einen sauerstoffpflichtigen Patienten zur Radiologie gebracht. Nach seiner Untersuchung musste der Patient 3 Stunden auf seine Abholung warten. Er verstarb unbemerkt aufgrund von Sauerstoffmangel, weil kein Personal da war, welches bemerkt hatte, dass seine Sauerstoffflasche leer gelaufen war. Im Prinzip funktioniert es halt nur, dass wirklich die Patienten gut versorgt werden können,
wenn in allen Berufsgruppen genug Personal da ist. Wir streiken mit Kolleginnen aus den diversesten Bereichen. Aus dem Service, aus der Reinigung, aus dem Laboren, aus der Pflege, aus der Kita, aus der Technik, aus der Therapie. Ein Krankenhaus ist ein riesiges Unternehmen mit vielen Zahnrädern, mit vielen Berufsbereichen. Und wir brauchen Entlastung in allen Bereichen, um die Patientinnenversorgung sicherstellen zu können. Dafür sind wir hier. Am selben Tag war auch die erste Sitzung des neu gewählten Landtags. Die allererste Abstimmung der neuen Legislaturperiode war über die Gesetzesänderung, die es braucht, damit die Unikliniken den TVE eigenständig abschließen können. Am nächsten Tag sollte dann über die Finanzierungszusage entschieden werden. Also darüber, ob das, was die Unikliniken an Geld verlieren durch den Tarifvertrag, ihnen vom Land zurückgegeben wird. Ohne diese beiden Zusagen wäre der Tarifvertrag Entlastung komplett undenkbar. Und wenn die Politik uns diese Finanzierungszusage gibt, dann steht auch dem TVE nichts mehr im Weg. Das ist der Hintergrund. Also gerade wir Bereiche, die halt nicht refinanziert sind von der Kasse, wir brauchen diese feste Zusage, weil sonst werden sie nicht mit uns abschließen. Carola ist heute auch auf der Demo, obwohl ihre Stimmung langsam wirklich im Keller ist. Die so die Schnauze voll, da habe ich gedacht, ich will keine Demo mehr sehen. Ich will keine Leute mehr sehen. Ich will jetzt, dass das hier zu Ende verhandelt wird. Und dann war es irgendwie die geilste Demo überhaupt von all denen, wo ich gewesen bin, weil die Politiker hinter mir im Rücken standen und sich dann anhören mussten, was ich denen da auf der Bühne zu sagen habe. Verhandlungstag und was liegt auf dem Tisch? Nichts Wesentliches. Eine Menge Bereiche von euch und ihr wisst es genau, alle die Kollegen im schwarzen T-Shirt, das sind die nicht refinanzierten Bereiche, da liegt nicht mal ein Angebot vor. Wir haben gesagt, einen Tarifvertrag gibt es nur mit uns allen und dazu stehen wir. Ich wusste bis 10 Minuten vor dieser Demo nicht mal, dass ich am Landtag auf die Bühne gehen soll und denen überhaupt was erzählen soll. Nachdem die Gespräche auf der Bühne enden, gehen die Politiker in die entscheidende Sitzung. Kira kommt in den Landtag mit und wird bei der Abstimmung zuschauen. Es ist mir eine große Ehre, quasi den ersten inhaltlichen Beitrag in dieser neuen Legislaturperiode zu leisten und dann auch noch zu so einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Pflege in den Krankenhäusern, Pflege insgesamt, aber auch alle Beschäftigten in den Universitätskliniken. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Drucksache 58 in der ersten von 2 Lesungen. Wer möchte diesem Gesetzentwurf zustimmen? Den bitte ich ums Handzeichen. Das sind CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die FDP. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in der Drucksache 58 in erster Lesung, wie gerade festgestellt, angenommen. Die Fraktionen haben vereinbart, die zweite Lesung unmittelbar... Das Gesetz wurde geändert, die Finanzierung zugesagt und das in den ersten beiden Tagen der Regierung. Man sieht, wie viel der Druck erreicht hat. Die Legitimität des Streiks wurde auch vor dem Landesarbeitsgericht noch einmal bestätigt. Doch in den Verhandlungen tut sich immer noch nicht viel. Deswegen greifen die Streikenden zu einem letzten Mittel, um ihrem Problem Gehör zu verschaffen. Sie veröffentlichen das Schwarzbuch. Das Schwarzbuch ist einfach ein Sammelsurium von Berichten aus dem Krankenhausalltag. Und zwar nicht irgendwelche Berichte, sondern Berichte, die wir sonst nicht erzählen würden. Berichte, wo wirklich Menschen zu Schaden gekommen sind. Ob es jetzt Personal war oder Patientin, ist in dem Moment egal. Aber Geschichten, wo Menschen zu Schaden gekommen sind und vor allem zu Schaden gekommen sind aufgrund von Personalmangel. Wir haben vorab schon Versionen an GeschäftsführerInnen und Chefärztinnen zukommen lassen. Das hat nicht gereicht, darauf kam keine Reaktion oder fast keine Reaktion. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt den letzten Schritt und veröffentlichen das
so, dass die Öffentlichkeit das mitbekommt, dass die Presse darüber schreibt und dass es einfach so im besten Fall einen Aufschrei in der Gesellschaft darüber gibt, was eigentlich in einem Krankenhaus passiert, worüber niemand spricht. Im Kinderherzkatheter steht seit über einem Tag ein schwer krankes Kind von der Intensivstation auf dem Plan. Das Kind ist bewusst an letzter Stelle, also in dem Abendbereich, geplant. Davor stehen drei elektive Herzkatheteruntersuchungen. Elektiv bedeutet, dass sie zeitlich eigentlich frei planbar sind. Im Gegensatz zu dem schwerstkranken Kind auf der Intensivstation ist ihr Leben nicht akut bedroht. Wieso die dringlichen, unmittelbar wichtigen Fälle trotzdem zuerst geplant werden? Ganz einfach, da diese auf jeden Fall laufen müssen, egal wie spät es wird. Deswegen werden zuerst die elektiven Fälle gemacht, damit davon bloß keiner verschoben oder gar abgesagt werden muss, damit die Zahlen stimmen. Dabei geht es nicht um die Kinder, dabei geht es um Geld. Allen Beteiligten und an der Organisation Verantwortlichen ist bewusst, dass im Nachmittag- und Abendbereich nur eine knappe Notbesetzung sowohl pflegerischer als auch ärztlicherseits vorhanden ist. Als ich ankomme, frage ich, und was mache ich, wenn der Spätdienst um 20 Uhr geht? Dann stehe ich hier allein da, obwohl das Kind mindestens zwei Leute braucht. Daraufhin wird mir gesagt, bis 20 Uhr sei man fertig. Der Spätdienst geht um 20 Uhr. Meine Angst und meine Sorge sollte sich bewahrheiten. Um 20.45 Uhr fangen wir an zu reanimieren. Mein Anästhesist und ich sind allein. Mir schießen tausend Fragen durch den Kopf. Das eigentliche Reanimationsschema funktioniert nicht zu zweit. Das Kind hat nur ganz knapp überlebt. Ich habe um 1 Uhr nachts, als ich fertig war mit Aufräumen, geweint. Die Abgründe unseres Gesundheitssystems gehen uns alle etwas an. Deshalb brechen wir heute unser Schweigen. Nicht nur für uns, sondern für unsere PatientInnen. Wir alle und unsere Freunde, Eltern oder Kinder können jederzeit im Krankenhaus landen. Und früher oder später werden wir das wahrscheinlich auch. Dann sind wir darauf angewiesen, dass wir vom Gesundheitssystem aufgefangen werden, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche funktioniert, dass die Pflegekräfte Zeit für uns haben. Doch bei den aktuellen Zuständen kann es uns und unseren Liebsten passieren, dass in lebensentscheidenden Momenten zu wenig Fachpersonal da ist, dass wir in unseren letzten Momenten alleine sind und Schmerzen haben. Die Person, die wegen der leeren Sauerstoffflasche gestorben ist, hätte einer unserer Verwandten oder Freunde sein können. Und das Kind im Herzkatheter auch. Genau deswegen ist die Unterbesetzung nicht etwa ein Problem von denen, die im Krankenhaus arbeiten, sondern von uns allen. Durch das Schwarzbuch war der Streik zum allerersten Mal in der Tagesschau. Generell hielt sich das mediale und öffentliche Interesse aber in Grenzen. Die Nation richtet sich auf, wenn sie nicht in den Urlaub fliegen kann, weil die Schlangen bis auf die Straße sind und kein Sicherheitspersonal da ist, was sie abfertigen kann. Das ist ein Aufreger der Nation, wo der ganze Sommer mitgefüllt wurde. Aber wenn die Leute sterben, weil nicht genügend Pflegepersonal da ist oder Personal überhaupt im Krankenhaus da ist, dann ist das egal, weil es nicht jeden betrifft. Ne? Ist Klimawandel. Was ist das schon? Ja, es scheint ein bisschen mehr die Sonne. Na und, ist doch schön, wir hatten einen geilen Sommer, habe ich gestern in den Nachrichten gehört. Wo ich dann auch fassungslos gedacht habe, ey, sag mal, geht's noch? Und das haben wir mit jedem Thema. Da, wo es um Spaß und Spiel geht, da verstehen die Leute wirklich keinen Spaß mehr, wenn sie das nicht kriegen, was sie wollen. Gesundheit, Krankheit, Versorgung, auch auf dem letzten Weg,
Palliativversorgung. Das sind alles Dinge, wo die Leute einfach meinen, es geht sie nichts an, weil es wird sie nicht treffen. Nee, das stimmt nicht. Sie können vor die Tür gehen, dann fallen die auf einmal um und haben einen Schlaganfall. Keiner weiß, wie es in seinem Kopf aussieht, ich auch nicht. Das kann mich auch jederzeit ereilen. Ob der Druck der Berichterstattung gewirkt hat, der Streik einfach zu teuer wurde oder es ein Machtwort aus der Politik gab, ist unklar. Aber Fakt ist, dass die Arbeitgeber heute so lange verhandeln wollen, bis ein Eckpunktepapier fertig ist. Egal wie spät es wird. Wenn das Eckpunktepapier heute Nacht beschlossen wird und von den Verdi-Mitgliedern in den nächsten Tagen bestätigt wird, dann ist der Streik vorbei. Und ich wäre heilfroh, wenn das so wäre. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, hierher zu fahren, weil das einfach so emotional so aufwühlend ist. Und ich wäre wirklich froh, wenn man da jetzt einen Haken dran machen kann und sagen kann, okay, ab jetzt habe ich Urlaub, ohne die Gedanken wieder daran verschwenden zu müssen, was läuft in Köln, wie geht das weiter, schaffen wir das? Schaffen wir das ohne Schlichtung? Kriegen wir das hin? Das zerrt allen extrem an den Nerven. Das muss man echt sagen. Es könnte jetzt einfach morgen zu einer Einigung kommen, ja. Das ist sehr real möglich und dann gehen wir alle wieder arbeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass es heute schon vorbei ist, aber wir warten mal ab. Ich bin erst happy, wenn ich das Bier auf den Abschluss in der Hand habe. Aber dann machst du erst die ganze Zange. Die Verhandlungen ziehen sich bis tief in die Nacht. Die Stimmung am Streikposten ist gut, aber auch etwas aufgeregt. Morgen könnte der Streik erfolgreich enden. Die Verhandlungen können aber immer noch scheitern. Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag! Danke! Bitte! Was ist jetzt hier für eine Dynamik drin? Wir gehen jetzt mit der TK zusammen. Oh! Und dann sind wir plötzlich reingerufen worden in den Verhandlungsraum, wo wir dann dachten, was ist denn jetzt los? Und da haben sie uns dann gesagt, dass die Schlichtung ins Haus steht, wo ich fassungslos war. Die Verhandlungen liegen nun auf Eis und der Abschluss des TVE ist schon wieder in Gefahr. Wenn Tarifverhandlungen bei Streiks festgefahren sind, wird die offizielle Schlichtungsstelle angerufen. Der Streik wird dann beendet. Die Schlichter lesen sich ein und fällen eine Entscheidung darüber, ob es einen Tarifvertrag gibt und wie dieser aussieht. Wegen vergangener Schlichtsprüche befürchten die Streikenden, dass das Ergebnis zu arbeitgeberfreundlich sein könnte. Dass viele Bereiche nicht in den Tarifvertrag kommen. Und dass die Vereinbarung den Arbeitgeber nicht zum Einstellen neuer Fachkräfte zwingt. Dann wäre alles umsonst gewesen. Ja, und dann bin ich also nach Hause gefahren und habe gedacht, was machst du bloß, wenn das nichts wird hier? Was machst du? Kündigst du oder machst einen anderen Job oder sonst irgendwie was? Da hatte ich echt Bedenken, dass das Ganze überhaupt noch irgendwas wird. Ich habe gerade gar keine Erwartungen mehr. Ich lasse das total auf mich zukommen, weil alles ist Spekulation. Und wenn ich mich da jetzt reinsteige, ob wir in eine Schlichtung gehen, wir tun es nicht. Oder ich freue mich, dass sie es heute geregelt kriegen und wir tun es nicht. Am Ende des Tages, ich weiß nicht mehr, was ich von dem Sauhaufen da drin halten soll. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Weil die sind so, weiß ich nicht, sie verhandeln 3 Tage durch, um uns am Ende dieses 3. Tages zu erzählen, sie wollen jetzt eine Schlichtung. Das macht alles keinen Sinn. Ich lasse mich einfach überraschen. Wenn es gut wird, freue ich mich. Und wenn es schlecht wird, habe ich damit gerechnet. Aber dann bin ich persönlich erstmal nicht so enttäuscht. Ich würde nur aus dieser ganzen Sache einfach meine eigenen Konsequenzen ziehen. Mein Engagement für diese Klinik wird deutlich weniger sein, als es vorher gewesen ist. Das ist schon mal klar. Und das ist nur wegen dem Affentanz, der da drüben stattfindet. Die Situation ist ungewiss. Kira sitzt in der Besprechung darüber, was die Streikenden im Fall einer Schlichtung machen. Dann kommt eine Nachricht von der Arbeitgeberseite.
Der Heinz hatte in der Sitzung einen Anruf von Herrn Schömig, dass heute Nachmittag noch mal ein Angebot kommen kann, beziehungsweise dass die TK, der Arbeitgeber, sich jetzt um 12 Uhr trifft und dann darüber entschieden wird. Deswegen ist die Schlichtung gerade gar nicht aktuell. Wir haben jetzt nur über Eventualitäten gesprochen. Die Verhandlungen gehen also weiter. Am nächsten Abend wurden sie noch ein weiteres Mal gestoppt. Über das Wochenende konnten sich die Verhandlungsgruppen aber endlich einigen. Nach 11 Wochen Streik. Am Dienstag wird dann in allen Unikliniken abgestimmt, ob der Vertrag so angenommen wird. Es sind bisher 5 von 6 Standorten haben abgestimmt und 5 von 6 Standorte haben zugestimmt. Also sind wir nach dem Votum der Beschäftigten fertig am TVE. Im Tarifvertrag wurde neu festgelegt, wie viele Beschäftigte mindestens in welchem Bereich arbeiten müssen. Wenn sie in einer Schicht unterbesetzt arbeiten, bekommen sie einen Entlastungspunkt. Ab 7 Punkten bekommen Sie eine Freischicht. Einige nicht refinanzierte Bereiche haben dieses Modell nicht bekommen. Sie bekommen ein paar Stellen mehr, die Sie auch noch untereinander aufteilen müssen. Deswegen hat die Uniklinik Düsseldorf in der finalen Sitzung der Tarifkommission als einzige gegen den TVE gestimmt. Der Vertrag gilt aber flächendeckend, also auch für Sie. In Köln liegt Hoffnung in der Luft. Besonders freut sich die Notaufnahme, wo die Nachtschicht von 4 auf 17 Personen aufgebaut werden soll. Es scheint, als werden sich die Arbeitsbedingungen für viele maßgeblich verbessern. So auch für Carola. Also ich für meinen Teil bin sehr gut zufrieden, weil ich im Intensivbereich das bekommen habe, was ich will. Und ich bin in der glücklichen Lage, mit einer Pflegedienstleitung zu arbeiten, die das sofort umgesetzt hat. Donnerstags haben wir es erstritten, beziehungsweise Donnerstags war klar, wir wollen das. Montags hat die bei uns in der Abteilung die Ratio schon umgesetzt. 77 Tage Streik. Einfach vorbei. Erst als die Tarifkommission zurückkam, um das Ende des Streiks zu verkünden, kam bei vielen wirklich an, dass sie es endlich geschafft haben. Freut sich auf eine Art, dass es vorbei ist, aber irgendwie hat man ja auch viele Leute hier lieb gewonnen. Also wir sind ja eine richtige Gemeinschaft geworden. Man hat so viele neue auch Freundschaften geschlossen und man ist hier gemeinsam jetzt durch so vielen Wochen einfach auch an Arbeitskampf durchgegangen und es wird auch fehlen, diese Leute nicht immer regelmäßig zu sehen. Der Tarifvertrag Entlastung ist natürlich nicht die Lösung aller Probleme gleichzeitig. Es ist wie dieses Ganze hier hieß, es ist ein Notruf gewesen. Alles, was jetzt kommen würde ohne solche Tarifverträge, wäre noch dramatischer. Es würde noch schlechter werden. Das wird ja nicht da aufhören. Das werden ja immer mehr Kliniken wollen und immer mehr Kliniken initiieren. Und irgendwann haben wir halt vielleicht sogar in ganz Deutschland diese Tarifverträge. Die Uniklinik Frankfurt braucht nur einen kurzen Warnstreik, um den TVE zu bekommen. Und an anderen Kliniken wird bereits organisiert. Klar ist, dass unser Gesundheitssystem in einer Krise steckt. Klar ist aber auch, dass es Beschäftigte in den Krankenhäusern gibt, die versuchen, das Ruder rumzureißen. Und inzwischen scheint sich auch in der Politik etwas zu tun. Karl Lauterbach hat die größte Gesundheitsreform seit 20 Jahren angekündigt.
Wir machen eine große Reform jetzt. Da geht es um die Überwindung dieses Systems der Fallpauschalen. Wie viel diese Veränderungen bringen, werden die nächsten Jahre zeigen. Die Beschäftigten der Unikliniken in NRW haben aber jetzt schon einen großen Schritt gemacht. Die schwerwiegenden Probleme in unserem Gesundheitssystem können sie aber nicht alleine lösen. Nach dem Ende des Streiks habe ich noch einmal Carola besucht, bei der Abschlussfeier in Münster. Die Unikliniken sind der kleinste Teil an Krankenhäusern in Deutschland. Der größte Teil ist kommunal und kirchlich. Da muss ich auch was tun und da muss ich dringend was tun. Das ist eine Etappe auf dem ganz langen Weg, dieses gesamte Gesundheitssystem zu ändern. Und da hängt so ganz viel dran. Das ist so ein ganz großer Kuchen, um den es geht. Das ist die Finanzierung der Krankenhäuser. Das ist das Aufstocken des Personals in jedem Bereich. Das ist aber auch die Bereitschaft der Kollegen, gewerkschaftlich organisiert zu sein. Und es muss natürlich letzten Endes auch die Bereitschaft in der Regierung da sein, das auch wirklich zu wollen. Weil Herr Lauterbach ist derjenige, der die DIGs mit ins Leben gerufen hat, der mit dafür verantwortlich ist, dass dieses System seit 20 Jahren so ist, wie es ist. Und solange das Einsehen auch auf der Ebene nicht ist, weil der Druck von unten fehlt, weil es reicht ja nicht, dass nur Krankenhausmitarbeiter, egal welcher Couleur, Druck machen, sondern der Druck muss ja aus der Bevölkerung selbst kommen. Aber solange es die Leute nicht interessiert, sind wir beim ersten Schritt. Okay, meine nächste Geschichte handelt von einer Person, ja, ich bin mal für das Theatralische zuständig, auf alle Fälle hier in der Beziehung zwischen uns beiden, von einer Person, die natürlich ein Beispiel hat, dafür steht, wie viele von euch, aber auch ich über mich selber hinausgewachsen bin. Und es geht um Carola. Carola hat mir nämlich vorhin. Beim ersten Aufbautreffen oder einem ersten Aufbautreffen, an dem Carola war, kurz vor der Petitionsübergabe, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnere, irgendwann habt ihr mal so Petitionsunterschriften gesammelt, dann ist es her. Da meinte ich zu Carola, du machst jetzt diese Rede auf bei der Übergabe. Und Carola war so, was? Nein, auf keinen Fall. Und natürlich hat Carola nachher diese Rede gehalten. Vernünftige Organisatorin, wie ich bin, habe ich sie natürlich ins kalte Wasser geschmissen, wie es sich gehört. Und ich würde sagen, hat sich gelohnt, eine steile Karriere draus geworden. Carola ist auf alle Fälle eine der besten Rednerinnen auf allen Demos geworden. Also das, was wir geschafft haben, ist Geschichte, ganz einfach. Und da können wir stolz drauf sein. Falls euch der Film gefallen hat und ihr Lust habt, das Projekt auch finanziell zu unterstützen, dann gibt es ganz oben in der Beschreibung einen Link. Da könnt ihr mir einfach Geld zukommen lassen über PayPal. Ich würde mich wirklich, wirklich drüber freuen, weil ich mit dem Ganzen eigentlich nichts verdiene. Und genau, ich würde mich sehr freuen. Spendenlink ganz oben in der Beschreibung. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.